das Schmuckstück deines Outfits. Genau, dann kommen wir zu der. Was geht, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, heute bin ich in der Hamburger Innenstadt am Start und drehe. Wie viel ist dein Outfit wert? Leute, wir haben fresh Outfits am Start. Checkt das Video bis zum Ende ab. Kurz vorab, das Video habe ich an 4-5 Tagen gedreht. Also, aber ich will kurz auf mein Outfit ein, Leute. Ich trage hier die Balenciaga Arena. Die haben, glaube ich, 450 Euro gekostet. Die Hose ist von Zara, die kostet 50. Die Jacke ist von Moncler, Leute. Die Jacke ist von Moncler, Leute. Die hat mich, glaube ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, das weiß ich gar nicht. 400, 500 Euro, ich weiß gar nicht, was solche Jacken kosten. Ja, egal, irgendwie sowas. Und der Pulli ist von Love Moschino und der kostet mich 200 Euro, Leute. Das ist mein Outfit, hier der Endbetrag. Leute, also ich wollte mal jetzt sagen, ich rede nicht so viel rum und wir starten mit dem Video. Hey, wer bist du? Ich heiße Lorena. Lorena, du hast ein cooles Outfit an. Hau mal raus, wie viel hast du für dein Outfit bezahlt? Ich würde mal sagen, fangen wir mal bei deinen Schuhen an. Also die habe ich aus dem Zalando-Outlet hier. Okay. Ich glaube, ich habe ungefähr so 35 Euro für die nur gezahlt. 35 Euro, ja. Cool, man, nice. Deine Jacke? Die Jacke ist, glaube ich, von H&M war die, ich weiß nicht, die hat, glaube ich, auch 30 Euro so gekostet. 30er, okay. Ja, dein, ist da, hast du darunter noch irgendwas an? Ja, so ein Top von Zara, das hat, glaube ich, 15 Euro, ich weiß nicht genau. Okay, cool. Deine Tasche? Die Tasche ist auch von Zara, die hat 50 Euro gekostet. Schön. Dann, du hast hier noch eine Jacke an. Ja, noch die Fellweste, die hat, glaube ich, 150 Euro. Das ist echtes Fell? Ja. Ja, das sieht man noch etwas. Das sind zwei Jacken übereinander. Und das hält dich warm? Ja. Ja, ist cool. Aber ja, du hast hier noch eine Winterjacke mit am Start. Ja, die habe ich mitgenommen. Einmal so mal mitgenommen. Ja, ich war gerade bei der Arbeit deswegen. Und okay, die, keine Ahnung, eine Canadian, ich weiß nicht, wie viel kosten die? Geschenk bekommen. 200, 300, ja, irgendwie sowas dazwischen. Um den Dreh. Okay, ja, du hast noch eine Kette von Tiffany & Co. Genau, die ich auch geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie viel. Die kosten so um den Dreh 250 Euro, ne? Ja, ich hab die. Ich finde, deine Ohrringe sehen elegant aus. Ja, danke. Zahlen für sowas. Die sind von H&M nur. Ich weiß nicht, die haben 15 Euro zusammen gekostet oder so. 15 Euro, das war's. Ja. Hast du noch irgendwas an? Ja, also die Hose. Okay. Achso, ja, stimmt, ja, die Hose. Die hat aber auch nur so 40 Euro gekostet. Ich weiß nicht, von Topshop. So, hier ist der Endbetrag. Ich finde, du hast nicht so viel Geld für dein Outfit bezahlt, aber es sieht nach viel Geld aus. Danke. Yes, Mann, ey, ich danke dir. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nee, alles gut. Dein Instagram eventuell. Bro, was geht? Wie heißt du? Ja, Digga. Ja, ich bin Marcel. Marcel, Bro, alles fresh. Bruder, wir hatten dich schon mal bei Meet the Hypes am Start. Demnächst kommt auf jeden Fall noch eine Folge online. Bro, du trägst ja auf jeden Fall ein mega krankes Outfit, wirklich. Danke, Bro. Richtig so ein Hypebeast-Outfit. Hau mal raus, der Hypebeast Flex aka Drip ist am Start. Ja, wir fangen an mit den Off-White Air Jordan 1er UNCs. Geil, Mann, feier ich wirklich mega. Die sind wirklich richtig sauber. Was bezahlt man dafür? Deadstock gehen sie für ungefähr 1000. Für 1000 Euro. Bro, geiler Schuh, finde ich mega cool. Warum lässt du das Tag ran? Einige nehmen das ab. Ja, einige lassen es dran, einige nehmen es ab. Ich finde es eigentlich cooler Eyecatcher, da es nur an den Nike Off-White Schuhen dran ist. Von daher finde ich es ganz cool. Nice, Mann. Deine Hose, auf jeden Fall auch etwas mega cooles, ja, mega geiler Fit, feiere ich. Danke, die Hose ist eine Military Pants von DSRCV. Okay, geil, Mann. Ey, hat einen mega geilen Fit, finde ich, wirklich. Was bezahlt danke, man für Bro sowas? Die kosten ungefähr 80 Euro, kostet die Hose 80 mit DSRCV. Euro. Nice. Dein Pulli, passend zu den Schuhen. Genau, der Supreme Blue Box Logo aus der FE 18 Season, ungefähr 700. 700 Euro, Leute. Sehr, sehr hohe Preise auf jeden Fall hier am Start. Und jetzt kommen wir zur Jacke. Das Schmuckstück deines Outfits. Genau, dann Bro kommen wir zu der Supreme X TNF Napze, die aktuell Deadstock bei ungefähr 2000 Euro liegt. Krankes Outfit, Leute. Bro, deine Jacke ist selten, dein Pulli ist selten, dein Schuh ist selten. Wie finanzierst du dir das eigentlich alles? Ja, ich bekomme das von meinen Eltern. Ja. Und wie kommst du an die ganzen Sachen ran? Also ich muss sagen, ich krieg das nicht hin, an sowas ranzukommen. Also ich mache mir auch nicht so eine große Mühe, weil es gibt übertrieben viele Fakes und da zu sehen, so was das real ist, das stimmt, schwer. Da muss man natürlich immer gut aufpassen, weil es gibt wirklich, besonders auch von den Box-Logos, gibt es so viele Fakes und von den UNCs. Ich kaufe entweder nur bei größeren Resale-Stores, die ich vertrauen habe, beispielsweise bei Vadi Team, Hype Needs, Rare Fashion. Und ansonsten habe ich auch meinen Plug, von dem ich die Sachen bekomme, wo ich weiß, dass alles legit ist. Okay, nice, Mann. Geil. Bro,
hier der Endbetrag. Mega krasses Outfit. Bro, wie kommen wir eigentlich hier hin? Also das ist wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Ecke, wo wir das gerade drehen. Wir sind hier Ratten deiner Gegend. Ja. Yes, Mann. Ey, Bro, danke, dass du mitgemacht hast. Klar, Bro. Und ja, Mann. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Outfits am Start gehabt. Checkt mich auf Instagram ab und abonniert mich auf YouTube, Leute. Und ich würde mal jetzt sagen, das war's mit dem Video und ciao.